Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie du eine passende App installierst, um für deinen Shop ein DSGVO-Banner zu haben und natürlich auch ein Cookie-Banner. Diese beiden Dinge sind für jeden Online-Shop essentiell und es ist extrem wichtig, dass du sowas auch hast. Solltest du so etwas für deinen Shop nicht haben, kann dieser abgemahnt werden und du musst hohe Strafen zahlen. Daher ist es ganz wichtig, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst und dafür sorgst, dass du bei deinem Shop da auf der sicheren Seite bist. Es gibt verschiedene Apps, die dies anbieten und eine davon wollen wir uns heute einmal angucken. Ganz wichtig ist hierbei immer auf eine App zu achten, wo das Ganze auch DSGVO-konform ist und auch der Cookie-Banner überhaupt für Deutschland geeignet ist. Genauso eine App werden wir uns jetzt anschauen. Viel Spaß mit dem Video. Aktuell gibt es ein wirklich unglaubliches Angebot von Shopify, was ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Es ist nicht nur so, dass du wie immer 3 Tage komplett kostenlos Shopify testen kannst, sondern du aktuell auch 3 Monate Shopify für nur 1 Euro im Monat erhältst. Als wäre das noch nicht genug, erhältst du sogar obendrauf aber noch den kompletten Shopify-Kurs von Chrisville. Chrisville sollte sicherlich einigen von euch ein Begriff sein und ist der größte E-Commerce-YouTuber im deutschsprachigen Raum und der absolut größte Shopify-Experte. Um diesen Kurs zu erhalten und das Angebot zu nutzen, kannst du dich ganz einfach registrieren und erhältst den Kurs sofort, nachdem du den 1-Euro-Plan ausgewählt hast. Wie du das machst, wollen wir uns jetzt zusammen einmal angucken. Als erstes ist es wichtig, dass du auf den Link in der Videobeschreibung gehst und nicht direkt auf die Shopify-Seite, da du nur hierüber den Kurs bekommst. Dann wirst du auf dieser Seite hier landen und gibst einmal deine E-Mail-Adresse ein. Nachdem du das gemacht hast, wirst du zur Shopify-Account-Erstellung weitergeleitet und wirst gebeten, ein paar Fragen zu beantworten. Und hier kannst du jetzt angeben, wie du deinen Shop nennen möchtest. Und du gibst hier an, wo dein Unternehmen ansässig sein wird. In unserem Fall ist das Deutschland. Du klickst auf Weiter und sollst nun eine Shopify-ID erstellen. Dafür wählst du deine bevorzugte Methode aus und wir wählen hier E-Mail-Adresse. Du gibst hier deine E-Mail-Adresse ein und erstellst nun ein Passwort. Nachdem du das gemacht hast, wirst du hier weitergeleitet und nach ein paar Sekunden wirst du auch schon mit deinem Shop beginnen können. Nun kommst du auf diese Seite hier. Hier ist der Mittelpunkt von deinem Shopify-Store und von hier aus kannst du alles aufbauen. Wenn du jetzt den Online-Kurs erhalten möchtest, klickst du einfach hier auf Plan auswählen und siehst hier schon, dass du das Angebot nutzen kannst, was es aktuell gibt, dass du nur 1 Euro pro Monat für die ersten 3 Monate zahlst. Du hast also mehr als genug Zeit, um deinen Shop aufzubauen und kannst dies auch jederzeit wieder beenden. Dann klickst du hier auf Plan auswählen, wählst den monatlichen Rechnungszyklus, um den 1 Euro zu erhalten, klickst auf Wählen, gibst hier nun deine Adresse ein und wählst danach deine Zahlungsmethode aus. Nachdem du das gemacht hast, wirst du hier auch schon weitergeleitet und erhältst eine E-Mail mit dem Kurs. Das Beste ist sogar, wenn du den Plan direkt abschließt, dass du trotzdem noch deine 3 Tage Gratiszeitraum behältst und dir der Betrag erst abgebucht wird, sobald das abgelaufen ist. Ab dann wird dir dann jeden Monat 1 Euro abgebucht. Jetzt gehst du in deine E-Mails, bestätigst deine E-Mail-Adresse und du wirst sofort den 300 Euro Chris Phil Online-Kurs kostenlos zugeschickt bekommen. Dort ist wirklich von A bis Z alles dabei, um deinen Shop zu starten und dieser Kurs bietet unfassbar viel Mehrwert. Um jetzt eine passende Cookie-App für euren Shop zu finden, geht ihr einfach hier in euren Shop und wählt den Bereich Apps aus. Jetzt könnt ihr hier beispielsweise einfach mal GDPR-Cookie eingeben und drückt auf Suche. Die App, die wir heute einmal testen wollen, da wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, ist diese hier von iSense Labs. Ihr wählt diese einfach aus und könnt sie erstmal kostenlos zu eurem Shop hinzufügen. Ihr seht hier schon, dass es einen komplett kostenlosen Plan gibt, was natürlich super für alle Einsteiger ist. Außerdem gibt es einen 7-tägigen kostenlosen Test und wir gucken uns gleich einmal an, was es für Pläne gibt. Wir können auch schon sehen, dass die App wirklich sehr, sehr gut bewertet ist und hier 5 Sterne hat bei 546 Bewertungen. Hier erhaltet ihr noch ein paar weitere Informationen und könnt sehen, wie die App überhaupt aussieht. Wir werden jetzt einmal hier auf App hinzufügen drücken und gehen jetzt hier auf App installieren. Mit diesen 2 Klicks ist die App nun also auch schon installiert. Sobald du die App installiert hast, wirst du auch direkt gebeten, deinen Plan auszuwählen. Du hast hier die Möglichkeit zwischen monatlich und jährlich zu wählen und kannst durch den jährlichen Plan bis zu 45 Dollar sparen, je nachdem, was für einen Plan du hier nimmst. Wir gucken uns jetzt erstmal die monatlichen Pläne an und gucken, wo hier eigentlich die Unterschiede liegen. Es gibt ein Gratis, ein Standard, ein Pro und ein Enterprise-Plan. Der Standardplan kostet 7,99 Dollar im Monat, der Pro-Plan 14,99 Dollar und der Enterprise-Plan 29,99 Dollar. Für alle 3 kostenpflichtigen Pläne habt ihr eine 7 Tage Gratis-Testversion. Dieser Bereich gibt euch schon einen ganz guten Richtwert darüber, wann welcher Plan für euch geeignet ist. Wenn ihr noch ganz am Anfang steht, könnt ihr hier den Gratis-Plan wählen und dieser eignet sich gut, wenn ihr bis zu 10.000 Besucher pro Monat habt. Bei bis zu 30.000 solltet ihr den Plan für 8 Dollar nehmen und bei bis zu 100.000 den Plan für 15 Dollar. Solltet ihr darüber hinausgehen, könnt ihr euch für diesen Plan hier entscheiden. Im Gratis-Plan hast du aber auch bereits alle Sachen schon drin, die du für den Anfang brauchst und um die es gehen soll, wie beispielsweise die Cookie-Bar. Die weiteren Pläne sind dann eher Kleinigkeiten. Du kannst hier sehen, dass es sich um Dinge handelt wie beispielsweise mehr Design-Features, automatische Spracherkennung und wirklich kleinere, feine Unterschiede.
Daher musst du hier nicht gleich zu einem von den teureren Plänen greifen und ich würde dir empfehlen, wirklich erstmal mit dem Gratis-Plan zu starten und empfinde diesen als absolut ausreichend, wenn du erstmal anfangen willst. Also wählen wir jetzt hier erstmal den Gratis-Plan. Hier wählst du nun aus, für welchen Bereich du die Banner einstellen möchtest und das hängt natürlich ab, wohin du verkaufen willst. Wenn du jetzt nur im Dachraum bzw. in Europa allgemein verkaufen willst, wählst du hier diesen Bereich aus. Du siehst ja auch schön farblich hinterlegt, was du für welches Land auswählen solltest. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, hier alle auszuwählen. Wir wählen jetzt mal nur diesen Bereich hier, da wir nur in Deutschland verkaufen möchten. Jetzt gehen wir weiter runter und haben hier voreingestellte Design-Features. Das ist der erste Moment, wo wir hier wirkliche Unterschiede zu spüren bekommen, da wir diese Dinge nur ändern können, wenn wir einen der Premium-Pläne haben. Hier hast du die Möglichkeit, eine Farbe auszuwählen, du kannst aber auch einfach alles lassen, wie es bereits ist, wenn dir das so gefällt. Wenn du mit der Maus hier rüber gehst, kannst du direkt sehen, wie die Farben aussehen und wir werden uns jetzt einfach mal für diesen Grünton hier entscheiden. Das müssen wir, wie bereits erwähnt, so lassen, wie es ist, außer ihr entscheidet euch für einen der kostenpflichtigen Pläne. Und hier kannst du noch mehrere erweiterte Funktionen auswählen. Wenn du diesen Punkt hier auswählst, bedeutet das, dass alle Cookies aktiv bleiben, solange der Kunde im Cookie-Banner hier nicht auf Ablehnen gedrückt hat. Das ist jetzt komplette Geschmackssache und datenschutzrechtlich natürlich auch immer so ein Thema. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass ich alle Cookies ausgeschaltet lasse, bis der Kunde dies wirklich akzeptiert hat. So seid ihr auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite, ihr könnt das aber auch ändern. Wir wählen jetzt einfach mal aus, dass hier alle Funktionen deaktiviert sind, bis der Kunde zustimmt und klicken hier auf Finish. Jetzt solltest du noch darauf achten, dass du die App auch innerhalb deines Themes aktivierst. Klick einmal hier auf Erlauben und du wirst direkt weitergeleitet. Jetzt wurde die App komplett automatisch hier in den Theme-Einstellungen aktiviert und wir drücken auf Speichern. Das Schöne an der App ist, dass hier wirklich alles extrem einfach und übersichtlich gemacht ist und wir viele gute Informationen kriegen. Hier bekommen wir sogar eine Übersicht darüber und können tracken, wie oft unsere Cookies akzeptiert oder abgelehnt werden. Hier drunter kannst du mal auswählen, ob du sie ein- oder ausschalten möchtest. Und du kannst natürlich noch spezielle Regionen aktivieren oder deaktivieren. Bei den Premium-Optionen hast du natürlich noch viel mehr Möglichkeiten und kannst verschiedene Seiten generieren. Darauf werden wir aber jetzt nicht eingehen, da wir uns erstmal mit der Gratis-Version beschäftigen wollen. Du kannst alles in dieser App wirklich extrem gut personalisieren und kannst beispielsweise hier auf Cookie Bar gehen, gehst dann hierauf und jetzt kannst du hier dir alles genau anschauen und passend ändern. Du kannst beispielsweise hier eintragen, wie du die verschiedenen Buttons benennen möchtest und so alles anpassen, wie es dir gefällt. Du hast hier für jeden einzelnen Bereich Individualisierungsmöglichkeiten und kannst den Banner so perfekt an deinen Shop anpassen. Wenn du auf den Bereich in der Mitte hier gehst, hast du nochmal die Möglichkeit, die verschiedenen Cookie-Einstellungen zu ändern und du kannst einstellen, was passieren soll, wenn einfach hier jemand auf das X klickt. Beispielsweise ist jetzt voreingestellt, dass davon ausgegangen wird, dass alle Cookies akzeptiert werden, wenn jemand dieses X hier drückt. Das kannst du natürlich auch ändern und zum Beispiel alle Cookies blocken. Im Bereich Cookies Management hast du die Möglichkeit, noch erweiterte Einstellungen zu treffen, diese sollten aber für den Anfang erstmal nicht relevant sein. Bei den Design Settings kannst du natürlich deinen Cookie Banner nochmal komplett anpassen, wie du das haben möchtest. Hier siehst du, wie das Ganze aussieht und du kannst zwischen verschiedenen Stilen wählen, die Schriftgröße ändern, alle Farben anpassen und wirklich alles individualisieren, wie es dir gefällt. Bei dem Layout hier zum Beispiel ist aber auch der Premium-Plan nötig. Der Bereich Translation ist ebenfalls sehr wichtig, da es natürlich gut sein kann, dass du deinen Cookie-Banner auf Deutsch und nicht auf Englisch haben möchtest. Hier kannst du das dann einfach anpassen, wie du das haben möchtest. Du hast also hier wirklich extrem viele Möglichkeiten, die App ist einfach zu verstehen, kostet dich wenig Zeit und ist daher unserer Meinung nach eine der besten Apps, die du nutzen kannst, um einen passenden Cookie-Banner zu haben und da auch datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Wenn auch du jetzt den Shopify-Kurs von Chris Phil im Wert von 300€ kostenlos mit dazu haben möchtest, schau mal in die Videobeschreibung, da findest du den Link. Registriere dich einfach bei Shopify, wähle den 1-Euro-Plan aus und du wirst den Kurs sofort von Shopify per E-Mail erhalten. Selbst wenn du schon einen Shopify-Account hast, kann ich dir nur empfehlen, dir einen neuen zu erstellen und den 1-Euro-Plan auszuwählen, damit du diesen Kurs erhalten kannst. Meiner Meinung nach lohnt sich das für jeden, weil es sich hier wirklich um ein einmaliges Angebot handelt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und weitergeholfen. Falls dem so ist, würde ich mich wirklich von ganzem Herzen über ein Like und ein Abo freuen. Schreib mir auch sehr gerne in die Kommentare, was für ein Video du als nächstes sehen möchtest. Wenn du irgendwelche Fragen zu Shopify oder auch zu allen anderen Themen hast, schreib mir sehr gerne, ich bin gerne kostenlos für dich da. Vergiss nicht jetzt den Kanal zu abonnieren, da wir sehr viele spannende Dinge für die Zukunft geplant haben und du so nichts mehr verpasst. Das war's mit diesem Video, wir sehen uns im nächsten und bis dahin.